rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Not that I wish to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving of a rest, and all the effort in the world would have gone to waste until... Well, let's just say your hour has come again. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. Oh, was zur Hölle? Was passiert? Ein Transitsystem? Das kenne ich ja noch aus Black Mesa, aber nein, 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 das kann nicht mehr existieren. Wo bin ich hier? I didn't see you get on. Ich weiß selbst nicht, wann ich eingestiegen bin. Ich bin gerade eben erst zu mir gekommen. Und Sie? Was ist mit Ihnen? Er ist verstummt. How many times I've been relocated, I never get used to it. Well, end of the line. End of the line. Okay, wo zur Hölle sind wir hier? Welcome to City 17. You have chosen or relocate to my finest. Was hast denn du für eine alte Blitzlichttechnologie? Ich habe noch meine gesamten Augenglieder. My administration here in the citadel so thoughtfully provided by our benefactors. I've been proud to call City 17 my home. Und City 17. Jetzt weiß ich zumindest, wo ich hier bin, an einem Bahnhof. Und ich wurde wieder auferweckt von diesem mysteriösen Mann vom G-Man. Und damit, meine Guys und Girls, heiße ich euch da hinter der Kamera herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play-Projekt, auf das ich mich schon lange gefreut habe. Die Fortsetzung von Half-Life 1, Opposing Force und auch Blue Shift ist es jetzt endlich soweit. Wir spielen Half-Life 2, um genau zu sein, die Half-Life 2 Update-Version. Aber bevor jetzt alle rummeckern und sofort sagen, was? Wie kannst du das Original nicht spielen? Geht's da noch gut? Keine Sorge, alles was das Update von Half-Life 2 macht, ist es, die Lichtverhältnisse ein wenig zu verbessern und mehr auch nicht die Grafik, und ansonsten bleibt eigentlich genau gleich. Und wenn wir jetzt gerade mal hier hinten hingehen, sehen wir eine sehr bekannte Kreatur. Ganz handsam, mit einem Besen und kehrt einfach mal den Abfall weg. Was ist mit diesen Vortigons passiert? Tja, ich denke mal, wir alle wissen es natürlich. Wir haben sie ja befreit durch das Besiegen des Nihilantens noch aus Half-Life 1. Die Story wird hier weitergeführt, doch wir haben keine Ahnung, weshalb wir hier sind. Oha. Oha. Was ist mit denen hier? Sind das hier etwa die Polizisten? Hier ist der Mann von der Leinwand da oben. Na, alles klar? Boah, ist ja gut. Ich wollte ja nur was sagen. Nicht so streng hier. Was ist hier mit diesen gesamten Bürgern nur los? Und er sagt, dass mir hier sicher ist. Es waren noch ein paar andere mit mir drauf, aber ich komme hier kurz durch, ja? My administration here in the Overwatch stopped our train in the woods and took my husband for questioning. They said he'd be on the next train. I'm not sure when that was. Did they're being nice though, letting me wait for him. Ach du Gott, was herrschen denn hier bitte schon für Bedingungen? Sie kann froh sein, dass sie überhaupt warten darf? Was soll denn das heißen? In Sicherheit? Ja, glaubst du ja selbst nicht. Ich glaube nicht wirklich daran. Und nun ja. Was soll man zu Half-Life 2 noch großartig sagen? 2004, das Originale erschienen. Wir gönnen uns hier erstmal einen Drink. Wer weiß, ob wir hier überhaupt noch was bekommen. Einmal bitte aufschlürfen. Ah, köstlich. 2004 kam es heraus und war nicht nur die Geburt eines unfassbar großartigen Spiels, sondern auch der allseits bekannten und beliebten Source Engine. Die es erlaubt,
Objekte physikalisch komplett beeinflussen zu können. Alles fühlt sich wirklich so an, das hier hat ein leichtes Gewicht, das hier hat ein bisschen schwereres Gewicht. Und genau so fühlt sich das auch an. Und die Source Engine, ja, es sollte die wohl legendärste Engine werden. Ich finde es auch übrigens cool, dass sie hier eine Reaktion machen. Wenn wir sie abschmeißen, ja, können wir selbst die Polizisten da spielen. Okay, so, wir sind ja mal nicht so fies. Hallo, was geht denn? Wir kommen hier als Bürger an, so ganz normal. Wir sind ja auch wirklich nur ein anerkannter Bürger und mehr nicht. Und mehr nicht. Change, aha, Klamottenwechsel. Und hier ein Telefon. Mami, hallo. Oh, das Kabel ist bereits gerissen. Na, tolle Qualität. Und nicht nur sollte es die Geburt von Steam werden. Ja, doch, es sollte die Geburt auch von Steam werden. So habe ich das gemeint. Was mit dir? Don't drink the water. They put something in it to make you forget. I don't even remember how I got here. Oh, verdammt, ich habe jetzt schon einen Drink von vorhin genommen, aber ich kann mich sowieso an überhaupt nichts mehr erinnern. Wir sind hier an einem Bahnhof und es sieht... Ich muss einfach sagen, ne? Also die Source Engine ist ja auch bekannt dafür, dass die Spiele so unfassbar genial aussehen. Ich meine, guckt euch das mal an. Es sieht immer noch gut aus, finde ich. Die Source Engine, das wird einfach nie alt. Und ich glaube, der hat sich zugetrunken. Der ist komplett abhanden gekommen. Der ist überhaupt nicht mehr im Sinne. Er labert einfach nur noch irgendwas her über die ankommenden und wegfahrenden Züge hier. Scheinbar werden mehr und mehr Bürger in diese Stadt gebracht. In City 17. I see, they took your suitcase too. They can't get away with this much longer. Ja, genau da in den Untertiteln könnt ihr es lesen. Genau, das Spiel habe ich auf Englisch gestellt, wie ihr es wahrscheinlich schon mitbekommen habt, aber die Untertitel auf Deutsch, damit ihr das einigermaßen, dass wir das alles nachlesen können. Und die müssen sich hier... I was hoping I'd seen the last of him in City 14. I wouldn't say that too loud. This is his base of operations. Und er scheint wohl bekannt zu sein und wir haben seinen Namen erfahren. Dr. Breen. Er scheint wohl hier, ja, ich würde jetzt mal sagen, der Art Bürgermeister zu sein hier in dieser Stadt. Und ist schon bekannt. Oha. Da wird jetzt ein weiterer von jemandem mitgenommen. Die werden hier komplett durchkontrolliert. Richtig strenge Regelungen herrschen hier. Ich habe hier irgendwie kein gutes Gefühl. Also klar. Ja, ich komme ja schon. Ich weiß, alles mit Sicherheit und so, aber trotzdem. Das kann doch nicht normal sein. Lower Prospect. Hm? Was? Wir sollen da nicht lang? Wohin dann? Ich will nicht. Kann nicht zurück. Okay, ja, gut, dann komme ich halt mit. Oh je, was will denn der jetzt von uns? Ich habe keine Ahnung. I got a standard relocation coupon just like everybody else. Und er will auch nichts wissen. Was ist hier mit diesen Mitbürgern los? Das kann nicht sein. Hier, glaube ich, sieht man die Lightning-Effekte am besten. Das ist so ein Bestandteil von diesem Update-Gedöns. Aber mehr auch nicht. So, und jetzt wieder zurück zum Gameplay. Was? Da rein? Was? Ich gehe doch da nicht rein, wo Blut ist. Ja, ich gehe ja schon. Oh Mann, ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Er hört sich... Er hört sich auch ganz anders an. Hilfe, ich verstecke mich. Mach mir nichts. Ich bin ganz harmlos. Hä? Was zum... It's me, Gordon. Barney from Black Mesa. Ach, was? Sorry for the scare. I had to put on a show for the cameras. I've been working undercover with civil protection. I can't take too longer. They'll get suspicious. I'm way behind on my beating quota. Yes, Barney, what is it? I'm in the middle of a critical test. Sorry, Doc, but look who's here. Nicht wegschubsen, bitte. Great Scott! Gordon Freeman! I expected more warning. Yeah, you and me both, Doc. He was about to board the express to Nova Prospect. Well, Barney, what do you intend? I'm thinking, I'm thinking. Alex is around here, somewhere. She would have a better idea how to get him here. Well, as long as he stays away from checkpoints, we should be okay. Listen, I gotta go, Doc. We're taking enough chances as it is. Very well. And, Gordon,
Good to see you. Okay, Gordon. You're gonna have to make your own way to Dr. Kleiner's lab. Oh, man, that's what I was afraid of. Get in here, Gordon, before you blow my cover. Ja, ich geh schon. Gut, viel Glück. Pile up some stuff to get through that window and keep going till you're in the plaza. I'll meet up with you later. Okay, Barney, mach's gut. Ja, ein bekanntes Gesicht und dadurch, dass wir jetzt natürlich auch Half-Life Blue Shift gespielt haben, kennen wir ihn noch besser. Es ist Barney Calhoun, der erfolgreich aus Black Mesa herausgeschafft hat zu flüchten. Und hier wird die Source Engine bereits perfekt demonstriert, indem wir jetzt hier einfach Kisten aufstapeln müssen. Einfach uns quasi eine eigene Treppe zu bauen. Etwas komplett Neues, wie es halt zuvor noch nie in irgendeinem Spiel möglich war, wird jetzt hier schön eingesetzt. Und ja, was soll ich noch großartig sagen zu Half-Life 2? Die Update-Version kam, glaube ich, 2006 heraus. Wie gesagt, es ist auch auf Steam kostenlos verfügbar, sobald ihr das originale Half-Life 2 besitzt. Ich werde euch auf jeden Fall, ich muss das nochmal selbst überprüfen, ich werde euch das auf jeden Fall verlinken in der Beschreibung oder auch im Kommentar anheften, damit ihr darauf direkt Zugriff haben wollt, falls ihr Half-Life 2 BZW Half-Life 2 Update noch nicht selber besitzen solltet und es haben wollt. Oder wenn ihr das Spiel nicht kennt, es mit mir blind anguckt und jetzt begeistert davon seid. Okay. Okay, und jetzt, ja, bitte sehr. Oh. Au, noch nicht einmal das kriege ich hin. Aber trotzdem hat man ein Achievement bekommen. Und ja, das ist etwas, was ich mit diesem Let's Play Projekt... Okay, ich mache ja schon. So, diesmal treffen. Okay. Wow. Er hat uns direkt angegriffen. Ich werde nämlich dieses Let's Play Projekt, sieht so schön aus, mit aktiviertem Steam Overlay mal Let's Playen, weil, ja, mit Steam und mit Half-Life 2, dafür, dass es ja auf Steam zur Verfügung war, es tut mir jetzt leid, wenn ich hier über die Nachrichten von dem Dr. Breen rüberquatsche, aber ihr könnt ja in den Untertiteln lesen, was er zu sagen hat. Ich stelle mich hier mal an, weil ich habe mächtig Hunger und ich habe gerade gesehen, da gibt es Essen. Wahrscheinlich von einem absoluten ranzigen Billigautomaten, wo das Essen bestimmt richtig scheiße schmeckt. Uah. Naja, Hauptsache es ist was im Magen. Und ja, mit der Geburt von Steam war es auch gleichzeitig die Geburt der gesamten Achievements, der Errungenschaften. Und nun ja, hier gibt es natürlich, ich sag jetzt mal, einige Testerrungenschaften, die man einfach auf dem Weg quasi direkt mitnimmt, einfach um zu gucken, ob das alles so funktioniert. Und ja, bis heute begleiten uns diese Achievements. Also man sieht schon, was Valve hier alles aufgebaut hat. Es ist nicht nur das Spiel Half-Life 2. Es ist eine gesamte Engine, die bis heute verwendet wird von Modern oder auch zum Beispiel Counter-Strike Global Offensive. Es ist eine Engine, der ständig weiterentwickelt wird, weitergearbeitet wird. Und jetzt heute ist ja sogar die Source 2 Engine inzwischen rausgekommen mit Half-Life Alyx, dem VR-Spiel für Half-Life. Was wirklich sehr... Es ist einfach wirklich legendär, was sie sich aufgebaut haben. Und kann mir jetzt dieser scheiß Automat sein Essen ausspucken? Ansonsten spucke ich den Automat an. Scheiß doch drauf, dann gehe ich halt so weiter. Muss halt reichen. So, und du da oben... Du kannst auch nicht aufhören zu labern, ne? Musst dir ständig irgendwas von deiner tollen... Ach, Gottes Willen. Von deinen tollen Taten erzählen, die nicht tolltatig, sondern tollpatschig sind. Haha. Und diesen Polizisten... Ach Gott, den darf man echt nicht zu nahe kommen. Die verprügeln einen sofort. Was sind das hier bitte schon für Bedingungen? Ich habe kein gutes Gefühl mit der Stadt. Und eben mit Steam eine Plattform erschafft, ja, die eigentlich eine ganz schwierige Vergangenheit hatte, muss man ja einfach sagen. Aber ich meine, was ist denn jetzt inzwischen daraus geworden? Das, denke ich, ist klar. Wow. Und was ist das für ein Riesengebäude? Ein unfassbar hoher Wolkenkratzer. Und wir sind hier in City 17. Ich liebe die Atmosphäre. Es ist so geil.
Let me assure you, was ist mit Ihnen, Sir? We can't be seen talking to each other. Okay, der verschwindet auch direkt. Und guck mal, wird auch verfolgt. Führt zu, dass sie nicht reinkommen. Und hier kommen sie einfach in Schwärmen an, fotografieren alles ab. Hier ist keine Information sicher. Alles wird hier auf strengster Basis überwacht. Das ist nicht normal. Hier auf dieser Plaza. Hotel da in der Entfernung. Der traut sich auch nicht so recht. Sah ein bisschen komisch aus gerade. Sir. Ich glaube, hier kann natürlich niemand helfen. Wir folgen ihm mal. Vielleicht können wir irgendwo lang. Ich liebe dieses Level-Design. Was sind das hier bitte schön für komische Gläser oder Schilde? Er darf durch. Und ich? Hey! Ah, ich darf nicht rein, da darf man nicht rein. Bezirk 13. Wir brauchen irgendeinen Zugang. Den haben wir noch nicht. Wir sind halt hier ein neuer Bürger. Oh, und er labert weiter, der gute Dr. Green. Wie gesagt, lest die Untertitel durch. Ich muss leider hier kommentieren. Weil ich will jetzt hier auch nicht stundenlang hier nur ihm zuhören und einfach ruhig sein. Das geht halt auch nicht klar. Terminal Hotel. Ich liebe wirklich das Level-Design. Es fühlt sich wirklich an wie in einer Großstadt. Jetzt habe ich gerade leichte Ruckler gehabt. Ich hoffe, das merkt man nicht zu sehr. Ja, dieses riesige Gebäude da in der Entfernung. Es sieht wirklich majestätisch aus. Ja, ich bin ganz neu hier und ich weiß nicht, wo lang. Ach, da kommt direkt die nächste. Vielleicht kann ich sie auch fragen. Jetzt hört auf, diese grellen Blitzlichtbilder von mir zu machen. Die reden alle davon, dass sie nichts reden können. Diese Sicherheit hier wird viel zu groß geschrieben. Die sind doch hier alle viel zu streng. Aber hier, guck mal, man kann sich hier wirklich umgucken. Eine Cafeteria. Aber fest verschlossen hier von diesen mechanischen Schlössern. Allgemein alles fest verschlossen. Souvenirs. Sämtliche, ich sag jetzt mal, freizeitliche Aktivitäten, die man hier machen kann. In die ganzen Hotels. Alles nicht mehr betretbar. Hier kommen sie nur durch diesen Bahnhof rein. Da hinten auch noch ein Hotel mit, ich glaube, das sind russische Schriftzeichen. Wir können jetzt nur hier entlang gehen. Und nun ja, ich werde auch noch etwas sagen bezüglich der englischen und deutschen Sprachausgabe. Aber das alles im nächsten Part ist ja schon gut. Ich gehe da ja nicht rein, aber guck mal. Was machen die da drin? Solange du nur mich anstarrst böse, dann ne, passt nichts. Ja, ja, ich keep moving. Die stellen die alle an eine Wand, ey. Gottes Willen, wie schlimm. Und überall fliegen hier diese... Ja, Maschinenwesen rum. Und was ist das denn? Wow. Au. Oh. Na, warte, du. Ich sehe schon schlecht genug. Ich brauche schon eine Brille. Was ist hier hinten? Ich weiß, hier ist natürlich überhaupt nicht lang. Okay, ich gehe schon zurück. Hier wird strengstens bewacht. Mit Waffen und allem. Was war das gerade für ein Ungetüm, muss man ja wirklich sagen. So. Und den Crouch Jump werden wir hier, glaube ich, auch nicht mehr länger brauchen. Weil, nun ja, der ist hier ein bisschen entfallen, möchte man sagen. Weil man jetzt inzwischen gut genug und hoch genug springen kann. Wow, was ist hier denn passiert? Oh, wow. Okay, ich gucke ja schon nicht. Ey, die nageln hier die gesamten Bewohner fest, die vielleicht... sich ein bisschen anders verhalten als geplant und werden einfach zu Fall gebracht, von denen verhört und alles. Wirklich schlimm. So, und ihr zwei? Always starts. First the building, then the whole block. They have no reason to come to our place. Don't worry, they'll find one. Sie haben wohl jetzt auch noch das Gebäude hier unter Beschlag genommen. Und ihr beiden, ja, ihr könnt es nicht glauben. Hier kann man jetzt auch schon nicht mehr rein. Hier wird wohl eins nach dem anderen genommen. Und hier ein Relikt aus alten Zeiten, ja. Etwas, wo man noch Spaß haben konnte. Hui! Ja. Ein Karussell, eine alte vergammelte Schaukel. Kann man auch nicht mehr hoch. Ja, ein alter Spielplatz. Völlig verrammelt. Eine Schaukel, auch inzwischen alles begehbar, veränderbar. Kann man hier alles durch die Gegend schubsen. Und hier Spielblöcke. Wenn man sich daran beteiligen möchte. Ein Blumentopf. Aber schon lange keine Pflanzen mehr drin. Oh. Und eine gruselige Kinderpuppe. Ja, und wenn man hier sogar ganz genau zuhört und direkt beim ersten Mal vorbeigeht, hört man hier Schreie und wirklich
gruselige Stimmen aus der Vergangenheit. Jetzt habe ich das leider ein bisschen verpasst. Man kann es vielleicht leicht hören. Ich würde es kurz lauter stellen, der Stelle, bitte. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr erschreckt. Ja gut, ich gehe ja schon nicht rein. Dann gehen wir halt hier rein. Das ist jetzt unsere einzigste Möglichkeit. Ja, auch das hat einen grausam, grausamen Hintergrund, das Ganze. Wieso man dort diese Stimmen und Schreie der Vergangenheit hört. Hat alles so seinen Grund. Und ja, hier in Half-Life 2 gibt es, ja, wie schon in Half-Life 1, ist es genauso aufgebaut wie der Klassiker. Es ist ein, ja, es geht quasi immer weiter, es wird nichts getrennt von Ladescreens. Es muss halt das Level, dieses durchgängige Schlauchlevel, muss halt immer wieder, um halt Ressourcen zu sparen, weil es einfach nicht möglich ist, muss einfach immer wieder geladen werden an bestimmten Stellen mit diesen Ladedatenbildschirmen. Können wir auch ausdrucken, aber nicht rausgehen. Auch hier wieder keine Möglichkeit mehr rauszukommen. So, Türen lassen sich normalerweise wieder verschließen, jetzt hier in dem Fall nicht. Jetzt gehen wir mal dieses Treppenhaus hier hoch. Oh Gott, und da wird das nächste Zimmer direkt verhört. Mein Gott, ich kann mir doch nicht in Frieden leben. Okay, hier kann ich auch nicht hoch, der wird uns nicht durchlassen. Und jetzt wird er einfach die Tür eingebrochen. Das gibt's doch nicht. Was ist hier nur los? Ah, immerhin eine funktionierende Uhr. Was machen denn die da hinten? Ja, move, sagen sie. So, hier können wir rein, aber gehen wir erstmal hier rein. In die Küche. Ja, das sieht auch nicht mehr wirklich bequem aus, wie man hier wohnen kann. Und dann die ständigen Blicke von diesem riesigen Gebäude und von all diesen, ja, Polizisten, möchte ich eigentlich nicht sagen. I didn't even know we still had a door. Nein, ich war's nicht. Die Tür hier ist nicht mehr existent. Auch hier kann man einfach reingehen, wenn man möchte. Ein weiteres Fernsehen. Nein, alles gut. Ich bin nur ein Bürger. Genau, ich gehöre zu euch. I told you they'd be coming for us next. Just this once, I hope you're wrong. Oh, jetzt geht ja Alarm hier auch noch los. Die leben hier in Angst und in Furcht. Und ständig diese blöden Fernsehpropagandas hier. Ich glaube, mehr ist das nicht. Überall hört man nur noch diesen Dr. Breen labern und labern. Währenddessen draußen sich immer mehr und mehr von diesen Polizisten und den Bullen hier einfach, ups, wollte ich nicht, einfach hier die Bezirke nach und nach einnehmen. Es ist wirklich verrückt. Wahnsinn. Und überall hört man auch noch die Stimmen. Ich mache ja mal besser zu. Ich glaube dann, naja, fühlt euch sicherer. Ich gehe ja schon. Ich kann es nicht mehr nehmen. Alles wird okay. Was werden wir tun? Wir denken an etwas. Die Ärmsten, ey. Die leben in Angst und in Terror. Ach, weg mit dem Klump. Ich möchte das nicht mehr länger hören. Ich erfahre hier immer und mehr die Wahrheit. Von wegen, man lebt hier in Sicherheit. Man wird hier einfach nur nach und nach weggebracht. Ein Leben ist hier gar nicht mehr möglich. Aber was ist aus all den Alien-Kreaturen geworden? Gibt es sie überhaupt noch? Oder alles weg? Attention, Residents. Misscount detected in your block. Cooperation with your civil protection team. Permit oh oh. Habt ihr gerade gesehen, da hinten? Das wusste ich gar nicht mal. Haben sie jetzt sind sie direkt ins nächste Haus eingestürzt? Und habt ihr gerade diese Ansage gehört? Hey, you! In here! Okay, ja. Ich glaube, sie haben uns direkt erkannt. Oh nein. Und jetzt verfolgen sie uns. Ja, da kommen sie. Schnell weg. Schnell, steh auf. Die Bullen kommen. Nichts wie weg von hier. Weg, weg, weg! Schnell! Lauf! Lauf! Oh Gott! Jetzt verfolgen sie uns und alle! Was zum... Sie wollen uns ja hier fangen! Nicht mit mir! Ja! Schnell! Schließ ab! Okay, schnell hoch, 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 hoch! Und lade Daten. In einer hektischen Szene wie diese. Oh, das ging jetzt aber sehr schnell. Die Ladedatenbildschirme sind hier halt um einiges größer. Oh nein, sie sind durchgebrochen. Als man es noch kennt. Und jetzt sind wir hier auf den Dächern. Was zum... Jetzt schießen die auf mich! Seid ihr denn des Wahnsinns? Aber hier hat man einen coolen Überblick. Und wow! Fliegen überall Helikopter, bringen die Items zum Wirbeln. Das war alles damals bahnbrechend. Ich meine, guckt euch das an. Die Detailhülle und Fülle. Es sieht hier geil aus. Muss man einfach sagen, ich liebe das Setting von City 17. Ich liebe es so sehr. Und jetzt feiert da unten
wieder so einen Wagen hervor. Weil fliegen ja die Tauben weg. Aber wieso wollen die jetzt? Ich dachte, wir sollen hier in Sicherheit leben. Au! Jetzt schießen die hier auf uns. Ich glaube es nicht. Nicht hier rein. Ich glaube, es geht los. Nächstes Achievement. Weil wir halt wahrscheinlich rechtzeitig entkommen sind. Oh oh. Ah! Ja, was zur Hölle? Wer? Wer ist da? Dr. Freeman, I presume. Ja. We'd better hurry. The Combine can be slow to wake, but once they're up, you don't want to get in their way. Wow, wer immer du bist, du hast es knallhart drauf. Dr. Freeman said you'd be coming this way. I don't think it occurred to him that you might not have a map. Habe ich auch nicht. Ich bin völlig verloren hier angekommen. Und wow, Respekt, du hast hier einfach mal all die Combines umgelegt. Aber der Alarm ist losgegangen. Ja, jetzt ist die Stadt direkt in Aufruhr gekommen. Woher kennst du meinen Namen? Wer bist du? Und auch das ist etwas, wofür Half-Life 2 wirklich bekannt war. Die Gesichtsanimationszüge. Die waren derzeit unfassbar weit voraus. Das war etwas Bahnbrechendes damals mit den ganzen Emotionen. Man hat es ja gerade gesehen. Das war wirklich bahnbrechend. Und ja, ich muss leider warten, werte Dame, denn der erste Part endet hier. Wir haben jetzt schon wieder 26 Minuten aufgenommen. Guys and Girls, ich würde sagen, euch hoffentlich gefällt dieses Projekt hier. Ich habe jetzt schon so lange darauf gewartet, auf Half-Life 2 jetzt hier in der Update-Version zu spielen. Ich hoffe, das funktioniert mit dem Steam-Overlay. Ich bin mal gespannt, wie das alles wird. Hoffentlich klappt das alles so, wie es wird. Und dann, meine Guys and Girls, würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Half-Life 2. Schaut in die Videobeschreibung vorbei. Haut rein, haut raus. Bis denne und ciao!